Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das sind unsere Themen heute. Starkes Spiel. EC Bad Nauheim gewinnt knapp das Hessen-Derby gegen die Kassel Huskies. Große Auszeichnung. Hessische Behindertensportler wählen die Besten des Jahres. Interessante Sportart, Erlebe Sport in Frankfurt, ist heute zu Gast beim Wettkampfkegeln. Wir starten mit der Wahl zum Sportler des Jahres des Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes. Diese wurden vergangenen Freitag geehrt und ausgezeichnet. Große Begeisterung bei den nominierten und ausgezeichneten Sportlern. Über 200 geladene Gäste waren nach Egelsbach in Schubecks Check-in gekommen, um bei der Wahl zum Sportler des Jahres des Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes dabei zu sein. Einem Verband, der immer mehr Anerkennung bekommt. Also der Hessische Behindertensportverband hat zurzeit 61.000 Mitglieder, Sporttreibende. Und das ist also eine riesengroße Zahl. Ich habe das gerade erwähnt, es ist der drittgrößte Landesverband in der Bundesrepublik Deutschland. Nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind wir an dritter Stelle. Und wir wachsen überdurchschnittlich gegenüber den anderen Landesverbänden. Nachwuchssportlerin des Jahres wurde die 17-jährige Schwimmerin Katharina Ganz aus Darmstadt. Die Lernbehinderte gewann bei den internationalen deutschen Meisterschaften gleich mehrere Medaillen und hat einen ganz großen sportlichen Traum. Bei den Paralympics zu starten. Das ist mein allergrößtes Ziel, da mal zu stehen und die Hymne von unserem Land zu hören. Das wünsche ich mir schon, seit ich klein bin. Mannschaft des Jahres wurde die Hessen-Auswahl der Junioren-Rollstuhlbasketballer. Das Team gewann im Juni den Junioren-Länderpokal und das vor allem, weil der Teamgeist in der Mannschaft stimmt. Ja, halt das. Wir machen halt viel Teambuilding und während des Spiels halt das Pushen sehr wichtig, also sich abzuklatschen und sagen, komm, mach weiter. Auch wenn er gerade nicht so gut trifft, dann zu sagen, komm, mach weiter, gib weiter Gas. Auch während dem Training immer zu sagen, immer weiter pushen und halt nicht aufzugeben dabei. Sportler des Jahres wurde Thomas Brüchle. Der querschnittsgelähmte Tischtennisspieler des RSC Frankfurt gewann unter anderem die Goldmedaille im Teamwettbewerb bei den Weltmeisterschaften in Peking. Die nächsten Ziele sind ebenfalls festgelegt. Das nächste große Ziel ist natürlich Rio. Ich tue alles dafür, mal eine Einzelmedaille zu gewinnen, nicht nur eine Teammedaille. Und so im Hinterkopf habe ich natürlich schon, falls Hamburg 2024 das Rennen gewinnt, so Spiele im eigenen Land wäre natürlich schon mal ein Abschluss. Eine besondere Auszeichnung bekam der Vizepräsident des Verbandes, Heinz Wagner. Er wurde für seine Verdienste im Behindertensport mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Als Verantwortlicher für den Leistungssport im HBRS hat sich die Anzahl der hessischen Bundeskaderathleten seit seinem Amtsantritt im Jahr 2005 zwischenzeitlich mehr als verdreifacht. Er weiß eben, was man tun muss. Ja gut, es ist so, man muss halt gucken, wenn zum Beispiel ein Landestrainer gebraucht wird, dann muss man so lange im Ministerium, dem Minister auf dem Schoß sitzen und zwicken, bis der dann irgendwann mal sagt, okay, er kriegt eine 50% Stelle. Ja? So ist es ungefähr. Ja? Und da muss man immer wieder dranbleiben, dass wir Landestrainer haben, dass wir auch Geld haben, dass wir die bezahlen können. Und im Tischtennis sind wir so gut aufgestellt, im Schwimmen ist toll. Fußball ist jetzt ganz neu seit 2 Jahren, ja, da habe ich auch ganz gut mitgeholfen. Der Ehrenpreis des Verbandes ging an Thomas Hoffmann. Er begann vor 17 Jahren ein inklusives Sportangebot für Judoka mit geistiger Behinderung beim Budo-Club Mülheim aufzubauen. Heute zählen einige seiner 60 Athleten zu den Besten in Deutschland und die Sportler geben ihm einiges zurück. Beginn mal mit dem Judo. Das, was du nicht weißt, werden dir die Behinderten zurückgeben. Und das ist genauso eingetreten, also auf den unterschiedlichsten Ebenen. Wir sind auch mit den Athleten alt geworden. Also es gibt Athleten, die machen in der Tat 17 Jahre bei uns Judo. Und wir haben jetzt ganz kleine, so Hüfthoher.
Und wenn man in die Gesichter reinguckt, das ist einfach nur genial. Sowohl bei den Älteren als auch jetzt bei den ganz, ganz Jungen. Und wir erreichen relativ viel mit den Mitteln des Sports und das ist in Ordnung so. Die Sportlerwahlen des Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes macht eines deutlich. Der Verband wächst und wird immer erfolgreicher. Und das zu Recht. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik Erlebe Sport in Frankfurt. In Kooperation mit unserem Partner, dem Sportkreis Frankfurt, geht es jetzt auf die Kegelbahn. Herzlich willkommen zu unserer Serie Erlebe Sport in Frankfurt. Gut Holz heißt es heute bei uns, denn wir sind beim Eisenbahner Sportverein Blau-Gold und dem TSV Günheim und beschäftigen uns mit Kegeln. Aber nicht einfach so, sondern Kegeln als Wettkampfsport, sowohl für die Erwachsenen als auch für die Jugend. Und wie das Ganze funktioniert, wie viele Würfe man da machen muss, wie die Punkte gezählt werden und welchen Anlauf man dann überhaupt nehmen muss, das lassen wir uns jetzt auf der Bahn erklären und dafür gehen wir jetzt mal wieder raus. Ja, wir sind also jetzt hier auf unserer Bahnanlage in Frankfurt-Sachsenhausen vom ESV Blau-Gold und wir haben ca. 130 Mitglieder. Davon haben wir vier Herrenmannschaften, zwei Damenmannschaften, die jeweils in der Regionalliga tätig sind. Ein Wettkampf wird so durchgeführt, dass wir viermal 50 Würfe werfen, auf jede Bahn 50 Würfe. Es geht einmal 25 Würfe in die Vollen. Das heißt, wir werfen in das Bild, was umfällt, wird gezählt, der Rest kommt wieder runter und dann wirft wieder die nächste Kugel ins volle Bild. Beim Abräumen, das sind dann auch 25 Kugeln, geht es dann darum, so lange auf das Bild zu werfen, bis sämtliche Kegel weg abgeworfen wurden. Also ich bin ca. 44 Jahre hier im Verein tätig als Keglerin. Man hat angefangen mit kleineren Ergebnissen und dann hat sich doch gesteigert. Und mit dem Steigern der Ergebnisse macht natürlich das Kegeln dann auch ganz besonders viel Spaß. Meine Familie kegelt auch. Ich habe Kinder, die auch zum Kegeln gekommen sind. Ja, wir beim TSV Günheim sind stolz, dass wir mit 1000 Mitgliedern, Jugendanteil 35%, unter anderem hier auch das Kegeln anbieten. Und wir sind in dieser Sportart auch sehr erfolgreich die letzten Jahre gewesen mit deutschen Meistern, mit Hessenmeistern und sogar Weltmeistern. Ja, und das liegt auch daran, dass wir sehr gute Trainer haben, die sehr gut ausgebildet sind und die auch den Jugendlichen das Kegeln beibringen. Und da sind wir sehr stolz drauf. Hier bei uns im Jugendtraining achte ich besonders darauf, dass die Kinder den richtigen Bewegungsablauf haben. Das ist die Grundlage nachher, um sich zu verbessern. Die Grundlagen bestehen darin, dass man versucht, mit drei Schritten und im letzten Ausfallschritt die Kugel vernünftig in der Mitte abzusetzen. Man kann durch verschiedene Spiele auch versuchen, die Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu stärken. Und das muss man nachher auch, wenn man in den höheren Klassen spielen will, muss man die Kinder auch so vorbereiten, dass sie die richtige Konzentrationsfähigkeit auch für 100 Kugeln haben. Die dauern immerhin 50 Minuten, volle Konzentration. Das war Erlebe Sport in Frankfurt mit Kegeln als Sport für die Familie.
Gerade eben habe ich übrigens erfahren, dass Mehmet Scholl, der ehemalige Fußballer, Jugend-Europameister im Kegeln war und aktuell auch wieder aktiv ist. Wenn das nicht mal ein gutes Vorbild ist. Wenn Sie Lust bekommen haben, es auch mal mit allen Neuen aufzunehmen, dann schauen Sie beim Sportkreis Frankfurt auf die Internetseite. Da gibt es unter der Kategorie Erlebe Sport in Frankfurt wie immer einen Bericht, Bilder, dieses Video, das Sie natürlich auch zum Teilen bei Facebook finden. Viel Spaß beim Ausprobieren, wie immer, und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück, dann mit dem Thema Eishockey, genauer gesagt hiermit. Starkes Spiel, EC Bad Nauheim gewinnt knapp das Hessen-Derby gegen die Kassel Huskies. Gleich im Studio Teufel-Verteidiger Marc Kohl. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind zurück in der Sportshow und sprechen jetzt über Eishockey, genauer gesagt über die Roten Teufel Bad Nauheim. Bei mir Verteidiger Marc Kohl, hallo und herzlich willkommen. Hallo. 6 Punkte Wochenende, auf Platz 8 gesprungen, ist der Montag mehr als glücklich, man kann zufrieden sein, oder? Natürlich, mit dem 6 Punkte Wochenende sind wir natürlich mega happy. Wie läuft das? Schaut man sich vorher schon vor so einem Spiel immer die Gegner nochmal an und rechnet sich mal ein bisschen aus, was machbar ist, oder geht man wirklich Spiel von Spiel zu Spiel? Natürlich haben wir am Freitag und am Sonntag vorm Spiel noch eine Videoanalyse gemacht über die Gegner. Mhm. Natürlich rechnest du ein bisschen in der Tabelle, was könnte passieren, wenn. Aber im Endeffekt schaust du einfach, dass du so viele Punkte wie möglich mitnimmst. Aber so ein bisschen rechnen, also gucken, macht der Spieler dasselbe, was der Fan auch macht? Ja, natürlich schaust du immer. Du hast ja auch immer im Blick, was so die anderen machen, auch die Spielergebnisse und alles. Ja. 4 der letzten 5 Spiele gewonnen, das heißt, es läuft im Moment relativ rund. Was klappt im Moment bei euch so gut oder was macht euch so stark im Moment? Ich denke, was uns auszeichnet, ist einfach mal der Wille. Wir wollen, geben alles dafür, dass wir Punkte mitnehmen und geben auch immer Gas bis zur letzten Sekunde. Der Spielplan ist natürlich auch mega entscheidend bei uns. Da halten wir uns auch super dran. Petri stellt uns auch immer gut ein auf die Gegner. Also im Moment läuft es bei uns, ja. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ist auch dann, wenn du sagst, der Spielplan funktioniert, was der Trainer vorgibt, ist dann auch so, dass das Team immer mehr Vertrauen auch in den Trainer bekommt und auch in sich selbst dann? Das Vertrauen war ja von vornherein da. Mhm. Klar, veränderst du hier und da was, stellst dich auch ein bisschen auf die Gegner ein. Ja. Natürlich versuchen wir unser Spiel zu machen, also jetzt nicht großartig uns auf die Gegner einzustellen, sondern unser Ding durchzuziehen. Aber wir haben das echt gut gemacht jetzt die letzte Zeit und da können wir richtig drauf aufbauen. Wir haben es gesagt, 6 Punkte jetzt am Wochenende geholt. Wo kann es noch hingehen? Och, wir backen kleine Brötchen. Jetzt schauen wir erstmal, wir sind am Freitag in Ramesburg. Ganz wichtig, dass wir da Punkte mitnehmen. Zu Hause gegen Freiburg haben wir noch was gut zu machen. dann schauen wir einfach weiter. Einfach weiter punkten und dann sehen wir, was am Ende rauskommt. Natürlich ist das Ziel Playoffs, ganz klar. Aber wenn wir so weitermachen, sieht es richtig gut aus. Das heißt, du hast gesagt, da haben wir noch eine Rechnung offen. Das heißt, man vergleicht es schon über die ganze Saison hin, dass wenn man sagt, okay, da haben wir verloren, das wollen wir wieder gerade biegen, das wollen wir nicht so auf uns sitzen lassen. Natürlich. Ich fand, wir hätten gewinnen müssen gegen Freiburg auch zu Hause. Wir haben gut gespielt. Deswegen holen wir halt am Sonntag dann die 3 Punkte.
Jetzt habt ihr das Derby gehabt, gestern bzw. am Sonntag. Ja. Ist das für die Fans natürlich immer was ganz Besonderes, auch für euch Spieler was Besonderes? Klar, natürlich. Du wirst ja auch auf der Straße angesprochen. Ja, auf geht's gegen Kassel, gegen Frankfurt. Natürlich, jedes Spiel ist was Besonderes in der Hinsicht, dass du gewinnen willst, logisch. Aber gegen Kassel oder Frankfurt, die Derby sind natürlich immer etwas anderes und Besonderes. Auch natürlich ist eine Bombenstimmung gestern natürlich auch gewesen. Da brennt die Hütte immer und macht natürlich als Spieler auch Riesenspaß. Macht wahrscheinlich dann auch mindestens genauso viel Spaß, wenn man ein Derby auswärts gewinnt? Klar, natürlich. Es reißt natürlich auch immer Nauheimer Fans mit, zahlreiche Nauheimer Fans mit. Und klar, Derby ist Derby, ob auswärts, heim. Natürlich heim noch ein Tick emotionaler als auswärts vielleicht. Aber sonst, Derby-Sieg ist Derby-Sieg. Also für euch als Spieler auch das Spiel was Besonderes. Und für das Derby gegen Kassel hatten sich auch die Bad Nauheimer Fans etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Um ihre Verbundenheit zum Verein zu zeigen, organisierten die Teufelfans eine kleine Choreografie zu Beginn des Derbys. EC Bad Nauheim, unser Leben, für dich immer alles geben. So das Motto. Und auch das Spiel startete gleich kurios. Langer Pass auf Dustin Cameron, doch der Ex-Bad Nauheimer Markus Keller im Tor der Nordhessen mit einer Glanzparade. Doch auch sein Gegenüber, Teufelschlussmann Mikko Rähmö, mit einer starken Leistung und verhinderte zunächst die Führung der Huskies. In der 18. Spielminute allerdings war er machtlos. Den ersten Schuss kann der Finne noch parieren, doch dann ist nur noch Chaos vor dem Bad Nauheimer Kasten. Und Mike Little erzielt die Führung für die Nordhessen. Die Antwort allerdings dauert nicht lange. Nur 70 Sekunden später. Erst verpasst Andreas Pauli noch, doch er bleibt vor dem Kasseler Kasten und fälscht den Puck dann unhaltbar ab. 1:1 der Spielstand nach dem ersten Drittel. Im zweiten Abschnitt waren es wieder die Gäste, die zuerst jubeln durften. Der Puck in der Ecke und dann taucht Lennart Palausch vor dem Bad Nauheimer Tor auf und erzielt die erneute Führung. Doch die Teufel gaben sich nicht auf. Kurz vor Ende des zweiten Drittels war Bad Nauheim in Überzahl und dann erzielte Dustin Cameron den erneuten Ausgleich. Das Ganze eine Sekunde vor Ende des Mitteldrittels. Im Schlussabschnitt jubelte dann nur noch eine Mannschaft. Das waren die Gastgeber. Zweimal zurückgelegen und am Ende das Spiel doch noch gewonnen. Dustin Cameron mit seinem zweiten Treffer des Tages. Der Trainer zufrieden. Erster Drittel gewonnen, spielt Kassel. Kassel stürmt sehr, sehr aggressiv und versucht das Spiel zu dominieren. Am Anfang, wir haben die Anfangsphase sehr gut überstanden da und sind im zweiten Drittel besser ins Spiel gekommen. Hatte vielleicht ein bisschen zu viele so leichte Scheibenverluste in neutralen Zone und haben dann Kassel die ganze Zeit eigentlich Möglichkeiten gehabt, zu unserem Tor zu kommen. Aber in den Endphase, natürlich braucht man daraus den Glück oder besser gesagt den Torwart, der den leeren Tor noch seiner Kelle da zwischen hält, dass das Spiel nicht gibt. 6 Punkte Wochenende und die Teufel klettern auf Platz 8. Und freuen sich schon jetzt auf die nächsten Spiele. Also der Derby-Sieg für euch. Dein Fazit zum Spiel, wie warst du zufrieden? Sehr zufrieden natürlich. Wir haben gekämpft, alles gegeben, haben einfach gespielt. Das ist natürlich auch, was uns auszeichnet. Den Spielplan perfekt umgesetzt, wie gesagt schon. Und natürlich ist am Ende ein Quäntchen Glück auch dabei, dass wir das 2:2 eine Sekunde vor Ende im zweiten Drittel machen, klar, aber das gehört auch dazu. Wie wichtig war dieses 2:2 eine Sekunde vor Ende des zweiten Drittels? Sehr wichtig, natürlich. Gehst du mit dem Rückstand in die Pause, ist natürlich immer blöd. Mit Gleichstand ist logisch, weil da musst du ein Drittel noch gewinnen. Und das haben wir dann auch getan. In deinen Augen, was kann trotzdem bei euch noch besser werden? Ja, ich denke, besser machen kann man immer etwas. Mhm. Vielleicht, wir haben immer zahlreiche Chancen, auch wenn wir mal Spiele verloren haben.
lag es nicht daran, dass wir schlecht gespielt haben, sondern einfach vielleicht ein Tick eiskalter hätten sein müssen. Mhm. Aber ich denke, gestern hat alles gestimmt und deswegen haben wir auch gewonnen. Es stand beim Stand von 2-2, hast du eine Strafzeit bekommen, hast dann auf der Strafbank gesessen. Wie geht es einem da als Spieler, gerade in einem Derby, wenn es unentschieden steht? Wie erlebt man das? Klar, denkst du, bitte jetzt nicht. Logisch, ein Mann weniger ist natürlich immer ein Vorteil für Kassel. Aber ich habe vollstes Vertrauen in meine Mitspieler gehabt. Die haben das schon gemacht für mich, ja. Aber es ist schon, man erlebt das Spiel dann schon ein bisschen anders, wenn man klar, nicht auf der normalen Bank, sondern auf der Strafbank sitzt? Klar, natürlich. Da bist du so abgeschottet und denkst, oh Mann, da kannst du auch nicht eingreifen ins Spiel. Ja. Und wie ist es, wenn ihr einen Wechsel habt, also wenn ihr dann wieder auf die Bank zurückkommt, schaut man da einfach dem Spiel zu, erholt man sich, spricht man nochmal mit den anderen? Oh, ist unterschiedlich. Natürlich erholt man macht eigentlich alles. Man erholt sich, spricht natürlich mit den Mitspielern oder mit der Linie, wo du drauf warst, wenn irgendwas war, ob man was besser machen hätte können. Man schaut natürlich immer das Spiel zu. Man möchte ja auch dann, also man muss ja das Spiel immer verfolgen, logischerweise. Und erholen tut man sich auch. Alles zusammen. Ja. Wir wollen gleich noch ein bisschen über dich sprechen, der jetzt zum zweiten Mal in Bad Nauheim wieder ist. Das ist einer der Punkte gleich nach der Werbung. Bis gleich. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und sprechen weiter über den EC Bad Nauheim mit Verteidiger Marc Kohl. Du hast schon mal in Bad Nauheim gespielt oder angefangen eigentlich in Mannheim, dann nach Bad Nauheim gekommen von 2009 bis 2012, dann in Bremerhaven gespielt und jetzt wieder zurück. Was zeichnet die Rote Teufel aus? Die Rote Teufel oder EC Bad Nauheim ist ein sehr wichtiger Standort im deutschen Eishockey. Ich habe mich 3 Jahre hier sehr wohl gefühlt und war für mich gar keine Frage, dass ich wieder zurückkomme hierher. Du hast auch als Förderlizenzspieler von Bremerhaven auch mal in der DEL für die Hamburg Freezers gespielt. Mhm. Ist da ein Unterschied oder sagt man als Spieler, man geht genauso aufs Eis wie in der DEL 2 auch? Natürlich war es auch was Besonderes in Hamburg, das waren Playoffs. Ich habe Spiel 6 und Spiel 7 gespielt gegen Düsseldorf. Aber so viele Gedanken habe ich mir darüber gar nicht gemacht. Klar merkst du, dass das natürlich noch ein anderer Step ist als in der zweiten Liga, aber ich denke, wenn du dir darüber Gedanken machst, wenn du spielst, ja, machst du dir zu viele Gedanken. Aber ist das für dich schon ein Ziel, nochmal zurück in die DEL? Weil jetzt hat man mal zwei Spiele reingeschnuppert und möchte man wahrscheinlich auch gerne noch mehr machen. Klar ist es natürlich ein Riesentraum von mir, irgendwann in der DEL mich festzusetzen. Ja. Dann im Optimalfall für Mannheim, als jemand, der in Mannheim geboren ist. Das wäre natürlich was ganz Besonderes, zu Hause zu spielen, in meiner Heimat. Wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen? Ich bin früher durch meinen Papa, sind wir mal Schlittschuh laufen gegangen. Ich habe viele Sportarten ausprobiert, Fußball, Volleyball, Athletik. Aber irgendwie hat mir das Eislaufen und Hockeyspielen immer am meisten Spaß gemacht. Und dann irgendwann haben sie mich angemeldet, meine Eltern, in der Laufschule in Mannheim. Und dadurch bin ich dann Eishockeyspieler geworden, ja. Von Anfang an als Verteidiger? Du spielst ja jetzt als Verteidiger oder auch mal
als Stürmer am Anfang gespielt? Ja, bei einem ganz kleinen bist du natürlich irgendwie alles, bis auf Stürmer. Aber von vornherein war es klar eigentlich, dass ich Verteidiger bin. Schon alleine, weil ich immer der Größte war bei uns im Team, also bei den Kleinen. Jetzt nicht mehr, aber früher irgendwie. Das Vergangene war ein 6-Punkte-Wochenende. Was können wir jetzt oder die Fans jetzt erwarten? In Ramesburg am Freitag wird natürlich besonders schwer. Ramesburg muss natürlich auch Punkte sammeln, um oben zu bleiben. Ja, wird schwer. Wir versuchen natürlich Punkte mitzunehmen, am besten natürlich 3. Wir werden alles dafür geben und dann sehen wir am Ende, was rauskommt. Dann wünsche ich dafür viel Erfolg. Vielleicht gibt es direkt das zweite 6-Punkte-Wochenende hintereinander. Ihr würdet es dankend wahrscheinlich gerne annehmen und dann weiterhin viel Erfolg in dieser Saison. Dankeschön für den Studiobesuch. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin wünsche ich eine sportliche Woche. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Show wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.